Schneller, 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 da kommt der Typ da. Was ist nur los? Wenn er nach unten kommt, hat er uns, weil unten ist Licht. Scheiße! Ah. Stufe 2, Kopfschutz anlegen. Bewegung. Okay. Das war ein Epic Fail gerade. Ich glaube, wir sollten zunächst das Licht hier ausknipsen. Denn das hat uns getötet, kann man sagen. Okay. Kein Mucks. Werdet ihr noch die Typen da hinten? So, nicht wundern, was gerade passiert ist. Ich habe gerade das Mikrofon wieder richtig hingestellt. Ich schau mal nach. Was ist? Dieses Licht da oben nervt eigentlich auch noch. Und deswegen knipse ich es jetzt auch aus. Nein, der ist nichts. Was redest du denn da für einen Unsinn? Was soll da bitte schon sein? Glaubst du im Ernst, dass hier ein Agent vom CIA ist oder was? Das glaubst du in deinem Leben nicht. Oh verdammt, warum ist die Tür jetzt zu? Halt die Klappe, du rufst noch deinen Kollegen. So, mitkommen. Okay, wo tun wir den denn jetzt verstecken? Ich würde sagen, unter der Treppe. Das ist ganz gut. Genau, das ist, so ist es. Was? Und Hänger! Es kann sein, dass der jetzt hinter der Tür ist, deswegen schaue ich jetzt mal vorsichtshalber mal nach. Okay, da ist nichts. Wieder ein kleiner Safe. Ich speichere hier irgendwie viel zu oft, merke ich. So, jetzt kommt der Kollege, der Typ. Der hat Angst vor ein bisschen Gepfeife, ich glaub's nicht. Ich pfeife und der... Hilfe! Ja, jemand hat gepfiffen! Ich werde sterben! Meine Güte. Okay, ich glaube, den kann ich jetzt... ausschalten. Vielleicht nur Schatten. Da drüben war doch was. Er ist tot. Ja, hier gibt's keine Alarme. Deswegen habt ihr jetzt die Arschkarte gezogen. Wir werden angegriffen. Ja. Okay, mal schauen, vielleicht können wir jemanden verhören. Oh Gott, nein. Was? Hä? Der kriegt ja keinen Herzinfarkt. Da hau ich ihn lieber um, bevor ich ihn den noch versehentlich töte. Und sie klemmert wieder beschwert. Es darf keine Tote geben. Wenn jetzt da einer reinkommt, erwischt er mich auf... Erwischt er mich in voller Tat. Kommt. Ach verdammt, ich weiß schon wieder nicht, was ich sagen soll. Wenn ich in Real Life irgendwie lustig sein will, bin ich lustig. Aber wenn ich in Let's Play lustig sein will, bin ich nicht lustig. Und jetzt leistet mir mein bester Freund Fraps wieder Gesellschaft. Das ist ja mal wieder super. Genauso mag ich's. Fraps, deine Mutter stinkt. Ich spiele jetzt so weiter, egal ob es dir passt oder auch nicht. Hey, wie konntest du jetzt da... Hä? Alter, der ist so verweichlicht. Das gibt's doch gar nicht. So, was kommt der da? Ich muss das leider machen, aus sicherheitstechnischen Gründen. So, gut, dass hier die Bande kaputt ist. Das erleichtert und da sparen wir uns sehr viel Zeit immer. Ja, dadurch sparen wir uns sehr viel Zeit. Boah, mein Deutsch ist wieder so am Arsch. Wie eine türkische Mutter. Oh, jetzt werden mich ein paar Türken hassen. Naja. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, witzig zu sein. Und das schaffe ich mit deinem Mutterwitzen. Da werde ich manchmal immer lustig drauf.
Okay, flexible Optik. So. Sicherheitsstufe gesenkt. Yippie. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Ist das Flugzeug in Ordnung? Deine Mutter ist nicht in Ordnung. Los, verliere nicht noch mehr Zeit. Bewegung. Ah, deine Mutter bewegt sich. Und zwar im Bett. Scheiße, es ist viel zu hell. Ich wollte euren Akzent doch noch zu Ende reden lassen, Mensch. Warum geht das Licht nicht aus? Ach, wie letzte Nacht bei deiner Mutter, da ist das Licht auch nicht ausgegangen. Ohoho. Was macht ihr da? Ja. Ich will den Mörder haben. Was? Worauf schießt du? Also auf... Du schießt ja noch übler als ich letzte Nacht in, auf deine... Na okay, okay, ich höre schon auf. Scheiße! Er hat auf mich geschossen! Diese Schwuchtel! Das ist immer wieder super gelöst worden! Oh Mann, das Spiel ruckelt! Okay, flack dich hin! Also, falls ihr die FPS-Zahl wissen wollt, gerade läuft bei 20 FPS und es springt immer über auf 40 FPS und dann wieder zurück auf 20. Deswegen ruckelt es jetzt so. Ich kann es mir nicht erklären. Ist hier noch jemand? Ach, ein Zivi. Hallöchen, Mr. Zivilist. Ewiger Schmutz? Gott sei Dank, Sie sind da. Schmachvoller Rückzug. Ich habe wenig Zeit. Was muss ich wissen? Er heißt Stanley Nakaryakov, steht mit dem goldenen Dreieck in Verbindung. Er lebt in Lei Yu Moon, einem Stadtteil von Hongkong. Geben Sie das nicht über Funk weiter, dieser Teil der Welt besteht aus Ohren. Meine Verschlüsselung ist sicher. Darauf würde ich nicht zählen. Japans ISDF ist aktiver als man denkt. Woher wissen Sie das? Ich sah, wie zwei andere CIA-Kontakte verschwanden. Woher wissen Sie, dass es der ISDF war? Geld ist allwissend. Der Name ist Stanley Nakaryakov. Verstanden? Sicher. Noch einen Rat. Nehmen Sie nicht das Flugzeug. Okay, doch kein Zivilist. Was machen Sie hier unten? Das ist der einzige sichere Ort im Lager. Hier unten können Sie mich nicht hören. Von wem sprechen Sie? Dem ISDF? Nein, die Leute, die das Flugzeug benutzen. Mehr kann ich nicht sagen. Wir dürfen nicht zusammen gesehen werden. Bitte, gehen Sie. Bitte, gehen Sie. Ich will aber nicht. Darf ich den ausschalten? Nein, darf ich nicht. Wie, ich bin nicht mehr zurechnungsfähig. Ich hasse Rechnen. Mathe geht mir auf den Strich. Wie deine Mutter. Okay. Ach, wie schön. Fraps begrüßt uns wieder. Hi, Fraps. Fraps ruckelt noch mehr als deine Mutter im Bett. Och Mensch. Hier geht's gar nicht weiter. Hä? Codeblock. Na gut, Code-Dingens. Nein, nicht das. Nein, auch nicht das. Nein, ich habe Splinter Cell eine Woche lang nicht mehr gespielt, deswegen... Oh Gott. Okay. 0623. 06er haben 23er. Ich bin heute aber vulgär. 06er haben 23er. Aber das ist so eine Eselsbrücke, da kann man sich leichter merken. Und ich glaube, jetzt bin ich wieder ein bisschen witziger. ich bin voll lustig. Und der Typ da ist nicht lustig. Was macht denn der? Okay, er geht. Das ist meine Chance. Schnell, Sam! Willkommen an der frischen Luft. Haben Sie den Namen? Fischer, geh und zapfe das Telefon an. Über den Namen unterhalten wir uns später. Ja, immer mit der Ruhe. Lass mich erstmal die Lichter ausknipsen. So, alles nach seiner Ordnung. Alles muss eine gewisse Ordnung haben. Ich bin Musiker und meine Ohren sind empfindlich. Warum bekommen immer wir diesen Posten? Warte, wie muss ich das jetzt machen? Wir mit so einem...
Hauptkamera? Was ist mit mir? Hallo? Scheiße. Sicherheitsstufe gesenkt. Achso, die muss ich gar nicht abhören. Verdammt. Okay, es scheint, warum sagt mir das niemand? Normalität übergegangen. Lambert hat mich voll verarscht. Oh mein Gott. Ach, meine Sicherheitsstufe ist zurückgegangen. Dass ich das erst jetzt merke. Naja. Oh, das dann. Da ist ja ein Medikit. Dass ich das erst jetzt merke. Naja. Ich glaube, das Licht schalte ich auch noch aus. Es sind zwar eh noch diese zwei Typen da, aber das ist mir wert. So. Wir brauchen ja irgendwas Dunkles, heißt Zwischenstation. Ja, das Medikit ist ein bisschen hell. Lustig. Okay. Wieder ein kleiner Safe. Okay, der eine Typ da. Hä? Komm mal näher ran. Hallo, komm her. Kann sein, dass ihr gerade meine Tastatur hört, weil ich gerade so reinhammer wie ein Schreiner in seinem Werkstück. Oh mein Gott. Bester Vergleich ever, ich schwör's euch. Scheiße. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Gänz. Fischer, du sollst ein Geist sein. Du bringst die Mission in Gefahr. Ja. Meine Güte. Ist immer so eine Panik machen muss, der Lambert. Fischer, was sollte das? Ich hör Schüsse. Komisch. Okay, jetzt läuft das Spiel auf 50 FPS. Sehr schön. Und jetzt sinkt es gleich wieder runter, weil ich quicksaven muss. Jetzt haben wir nur noch 30, 40. Das erklärt die Schüsse. Scheiße. Kommt da nicht vorbei. Können wir jetzt irgendwie ausknipsen, das Geschoss? Geht es? Wäre cool, wenn, aber ich glaube, das ist unzerstörbar. Ja, ist es. Scheiße. Wir brauchen auch langsam mal wieder Munition. Hier ist so ein Gitter. Vielleicht könnten wir da hoch. Hallo, Fraps. Vielleicht leckt Fraps manchmal, weil eine neue Aufnahmedatei erstellt wird gerade, weil Fraps erstellt es ja an verschiedene Aufnahmedateien, diese Aufnahmesessions. Und ich glaube, wenn es leckt, dann erstellt er eine neue Datei und das tut, glaube ich, ein bisschen Leistung ziehen. So, ich probier's mal. Kann man uns irgendwie hochhangeln oder so? Lass los, Sam! Nein. Okay, verdammt. Vielleicht muss ich irgendwie dieses, den Winkel ausnutzen mal wieder. Wie bei den Kameras. Okay, das war ja schon mal super gelöst worden. Halt die Klappe! Oh, ich hasse Kanonen. Stupid Cannons. Und ich merke erst, ich muss da... Da ist eine Tür. Was ist dahinter? Ein Schießstand. Bevor ich da reingehe, speichere ich nochmal... Jetzt an. Halt die Klappe. Nee, kein Wort, ja? Später. Ich sagte kein Wort. Hast du irgendwas gesagt? Boah, jetzt gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Lalalalalalala. Den... Ich sollte nicht so oft speichern. Da besteht die Chance, dass ich mich versafe stelle.
komm, wenn du über die Ecke geht, kriegt das voll in die Fresse. Na los. Der Mann wurde überfallen. Scheiße! Ha, ich hätte nachher sollen. Oh Gott! Nein! Nein! Ja! Nein! Okay. Ich hätte nicht weiterlaufen sollen. Ich hätte einfach warten sollen. Na gut. Jetzt können wir den gut verstecken. Der andere Kollege von dem, der ist ja jetzt über alle Berge. So, hier, sag dich mal zu deinen Kollegen. Die freuen sich, wenn du dich bei ihnen hinzugesellst. Ich glaube, ich gehe noch schnell ins Medikit. Wir haben ja noch ein bisschen was übrig. Hä? Munition? Cool. Also, jetzt geht's doch langsam wieder. Jetzt haben wir uns wieder heilen können und wir haben zusätzlich noch Munition gefunden. So, ist hier irgendwo noch was Hilfreiches? Nee, schade. Hey, sag doch, dass du hier auch patrouillierst, Mensch. Ich glaube, der ist schon sicher, oder? Fackel. Ja, es passt. Ich glaube, von der Dunkelheit passt es her. Sehr gut. So, hier ein paar Fackeln. Die können wir noch im nächsten Level verwenden. Ich glaube kaum, dass wir die in diesem Level noch benutzen werden. Ich hätte auch die Kanone einschalten können. Das wäre auch so fies gewesen. Ist denn noch jemand? Theoretisch könnten wir uns eine neue Knarre hier mitnehmen. Aber leider geht das nicht. Schade eigentlich. Moment. Vielleicht flackt hier Munition. Das ist ein Sturmgewehr. Das hier ist ein Tisch, wie man unschwer sehnlich erkennen kann. Und hier ist noch... Du sollst die Fackel mitnehmen, nicht da hochjumpen. Sport treiben kannst du später noch. Hä? Oh, da boxt wohl jemand. Willst wohl der neue Klitschke werden, was? Ho, ha, mach ihn fertig. Oh ja, ho, dieser Boxsack, der, mach ihn, den mach ich fertig. So, hier, nochmal da rein, schlagen, so, dam. Oh, verdammt, ich muss husten. So viel Staub, verdammt. Okay, jetzt mach ich dich fertig. Ah nee, ich huste doch noch ein bisschen. Ist ja wie eine Gaskammer hier. Was ist denn das da eigentlich? Und das... Egal. Und was ist das da? It's time for a workout. Ah ja, ha! Huha, da! Oh, der tut mir leid. Ich glaube, den schalte ich lieber schnell aus. Ich hab den gerade voll angerempelt und der hat es nicht gemerkt. Das war wohl der leichteste Gegner, den wir je in diesem Let's Play hatten oder haben werden. Oder allgemein in dieser Splinter Cell-Reihe haben werden. Also. Deswegen schalte ich den auch nur ganz leise aus. Was hatte ich denn da in seiner Tasche? Wie heißt der? Ich will wissen, wie der heißt. Verdammt! Damit ich mir seinen Name für die nächsten Splinter Cell Let's Plays merken kann. Er heißt... Billy... Ich sag Billy. Gesendet 11.04.2006, 6:59 Uhr. Betreff endgültige Platzierung. Letztes Mal, dass ich diese Adresse benutzte. Auch verschlüsselt traue ich ihr nicht. Schicke Antworten, wie besprochen, an die vierte Adresse. Der amerikanischen PMC hat die letzten Ma-Null-Namen... ergriffen. Sie haben immer noch keine Ahnung über den Inhalt der ND133-Behälter. Ich kann die letzte Lebensversicherung auf Sadonis Wort hin aktivieren. Okay, Billy. Kill Bill. Ach, jetzt leckt's. Woran kann das nur liegen? Naja. So. Ich glaube, es leckt immer noch. Warum, Spiel? Warum leckst du? Leck mich am Arsch. Sei vorsichtig. Es ist nicht einfach, in das Haus zu gelangen. Warte auf die Dunkelheit. Ja.
Chill out. Geh lieber an den Herd. Hallo? Oder auch nicht. Oh oh. Fuck! Ich glaube, das war ganz gut gelöst worden, mehr oder weniger. Schnell verstecken. Jetzt merke ich nämlich, dass die reinkommen und der kommt auch rein. Fuck. Der heilige Sandsack. Halleluja, Halleluja. Oder auch nicht. Das war der heilige Sandsack. Jetzt ist es nur ein gewöhnlicher Sandsack. Wo ist denn der jetzt? Ich bin hier. Wir spielen ein bisschen fangen oder verstecken oder beides. Ah! Ich hab gewonnen! Ich glaube, hier passt. Oder kann sein, dass hier noch ein paar Feinde sind, die patrouillieren. Deswegen, ja. Verstecke ich den auch noch sicherheitshalber, aber nur hier. Hier in diesem Gang. Ganz schnell versteckt, so. Diese Kanone. Ah, wie ich Kanonen hasse. Sie schießen auf andere Leute, in der Hoffnung, dass sie sterben. Aber diese Kanone wird mich nicht umbringen. Nicht in diesem Leben. Sondern ich schalte sie einfach aus. Ganz einfach. Dann öffne ich die Tür, in der Hoffnung, dass hier niemand drin ist. Und dem ist auch so. Sicherheitsstufe gesenkt. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Oh yeah. Okay, es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Und hier ist ein Feind. Naja, aber ich glaube, wir werden das schon hinkriegen. Wie kommen wir da rein? Ich habe einen Plan. Oh verdammt, da ist noch einer. Mein Plan ist am Arsch. Hilfe! Scheiße, was habe ich nur getan? Ich habe vergessen, das Licht auszuknipsen. Und dieses hier auch. Ich wette, jetzt kommt er gleich rein. Jawohl, das tut er. Er ist ganz schön schnell auf den Beinen. Und hat den Alarm aktiviert. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Was passiert jetzt? Stufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Er kommt rein. Das habe ich gerade an dem Bug gesehen oder an dem... Ach du Arschloch, was sollte das? Egal, da ist ja eh ein Medikit. Also ist es nicht so tragisch. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Munition übrig. So, jetzt sind wir auch wieder bei vollen Kräften. Und ich glaube, es kann weitergehen. So, hier ist wieder ein Häuschen. Mit drei Lichtern. Und die Sonne geht auf. Yay! Okay, jetzt reden wir wieder ganz normal. Lalala. Gib's mir erstmal die Lichterchen aus. Verdammt! Die Lichterchen ausknipsen ist immer sehr schön. So. Und hier so, zack. Ach, wie schön, schön dunkel. Und da oben ist es hell, also irgendwie ergibt es doch keinen Sinn. Und meine Anzeige sagt, es ist komplett hell. Ich hab das Gefühl, hier ist noch eine Kanone irgendwo. Ich bin's. Der Code heute lautet 052651-7333-73889. Pandora Tomorrow, gut. Was? Normal, das war mir zu schnell. Scheiße. Request denied. Diese Kanone. Diese schalte ich besser aus. Das ist mir so heiß mit dieser Kanone hier.
im Nacken. So, jump hoch. Ach komm, da sind doch nur ein paar Fässer, mehr ist da nicht. Fraps, halt's Maul. Danke. Verdammt, ich krieg die nicht aus. Ich krieg die nicht aus. Egal, wie heißt der Code? Code. 1492. Okay. Wo kriegen die eigentlich immer die Codes her? 1492. So. Ja, Fraps, ich weiß, dass du hier bist. Lass mich nochmal speichern. So. Und so, jetzt. Was ist denn da hinter der Tür? Okay. Gar nichts. Och Mensch, hier sind so viele Lichter. Verflucht, Fischer. Die Mission ist vorbei. Ich hab doch nur ein Licht ausgeknipst. Sie wurden entdeckt. Ich glaube, ich mache mal wieder einen großen Save. 5-3. Sehr merkwürdig. Hallo! Verflucht, Fischer! Oh. Die Mission ist vorbei! Verdammt! Sie wurden entdeckt. Leise. Ich höre eine Kamera an. Wie kann das sein? Warum ist hier eine Kamera? Das versteht doch kein Schwein. Ich habe eine Idee. Aber das kann ich euch nicht sagen. Ich werde einfach... Der Code heute lautet 05265173337388 Pandora Tomorrow. Gut. Das neue Future. Fragen. Okay. Ich bin's. Der Code heute lautet 05265173337388 Pandora Tomorrow. Gut. Was für ein Ding? Ich bin's. Der Code heute lautet 052651. Und wie mache ich das jetzt? Muss ich jetzt irgendwie... Ich verstehe es nicht. 73337389 Pandora Tomorrow. Gut. Wie oft hast du das jetzt gesagt? Was machst du da? Also speichern tue ich jetzt garantiert nicht. Ich muss da an den Computer ran, glaube ich. Nein, muss ich nicht. Wo ist denn der? Sardöner, wo bist du? Verflucht, Fischer! Die Mission ist vorbei! Was mach ich denn so für eine Kacke? Fuck! Okay. Ich bin's. Der Code heute lautet 05265173337389 Pandora Tomorrow. Gut. Das war wohl ein Schock für Sams Leben. Was war das? Keine Ahnung. Bist du okay? Ja, nur ein bisschen unter Strom. Brandon hat Nachricht von Shetland. Die Scharfschützen sind in Position und bereit zu feuern. Sie können nur Leute mit roten Punkten erledigen. Also wähle den richtigen Augenblick. Was soll ich denn jetzt machen? Moment, ich frag mal nochmal das Opset. Das heilige Opset. Was soll ich jetzt tun? Hören Sie Sabonis Gespräch ab. Ich will aber nicht. Das ist mir zu kompliziert. Ich bin zu blöd dafür. Oh. Was ist denn das? Schalter benutzen? Okay. Sardöner, wo bist du? Wo ist diese kleine Pussy? Sardöner! Hallo!
Können wir den nicht einfach uns krallen? Das wäre das Einfachste. Ach, Fraps, habe ich Fraps? Fraps, ich bitte dich. Was soll das? Ich bin hier kurz davor, das Level zu schaffen. Und du machst mir wieder einen Strich durch die Erinnerung. Also geht doch. Wo ist denn dieser Döner jetzt? Döner. First Clint. Ach, da ist er. Er geht eine rauchen. Was zum Teufel? Verflucht Fischer! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich denn jetzt machen? Könnt ihr es mir sagen? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Verflucht Fischer! Alter! Wisst ihr, was ich machen soll? Schreibt es mir in die Kommentare. Nee. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich glaube, während der weg ist, nutze ich die Gelegenheit und knipse alles aus. So. Ist doch schon viel besser. Jetzt kann ich mich sogar irgendwo hier hinstellen. Was ist denn da ein Computer? Gute Arbeit, Fischer. Ach so. Und jetzt? Verlassen Sie das Haus durch die Hintertür. Die Hintertür! Na gut, aber zuerst ein Quick Save. Das ist wohl die Hintertür. Fischer, rühr dich nicht! Shetland holt dich da raus! Hä? Na gut. Hilfe! Ich brauche Hilfe, ich will angegriffen! Ungesichere Weste, was? Puh! Lalalalalalalala. Geschafft! Das war aber knapp am Schluss. Boah! Ist ja ekelhaft. Nee, Spaß. Oh, okay. Jetzt haben wir das Level endlich hinter uns. Verarbeitungsanlagen Kundang, Indonesien. 12. April 2006, 18.15 Uhr. Grimse THZ Donus Pandora Tomorrow Abrufe über mehrere Release-Stationen verfolgen können, bevor sie sich mit einer Werftanlage auf einer der östlichen indonesischen Inseln verloren. Und damit bis zum nächsten Part. Ciao!